Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Warum kommen im Moment so wenig Videos? Ich habe mir gedacht, okay, in NRW sind momentan sowieso Sommerferien, aber ja, es sind ja nicht nur alles NRW-Zuschauer. Aber ich habe hier im Moment wirklich sehr, sehr viel zu machen und habe ein paar Sachen gefilmt, die werde ich auch veröffentlichen und da sind auch ein paar schöne Sachen dabei, denke ich mir. Autos, die wir noch nicht hatten hier, Dinge, die wir noch nicht getan haben und da wird also sicherlich noch was kommen. Das Problem ist ganz einfach, dass ich im Moment filme, also die SD-Karten sind proppevoll, also da kommt noch was. Die Problematik ist, dass ich im Moment keine Zeit habe, um die Videos zu schneiden und ich parallel noch ein anderes Projekt laufen habe, was jetzt so in der Endphase sich befindet, beziehungsweise das hat nichts mit Autos zu tun, ganz im Gegenteil, werde euch da aber dann letztendlich auch aufklären, wenn letztendlich das alles so eingestellt ist, so wie ich mir das vorstelle. Das wird als Add-on oben drauf kommen, aber letztendlich ist das erforderlich, aber die Hintergründe würde ich euch dann ganz gerne in einem gewissen Zusammenhang erklären, sonst versteht man das nicht. Sonst kamen immer zwischen 3 Videos in der Woche plus Livestream. Jetzt in den letzten 14 Tagen kam, glaube ich, 1. Das ist normalerweise nicht so meine Sache. Aber ich bin so ein bisschen aus dem Takt gekommen und genau das ist das Problem. Plus diese Sachen, die jetzt eigentlich alle noch so anfallen. Plus Sachen, die noch Urlaub und so weiter und so fort. Plus der Webshop und ja, das ist einfach so die Sache, dass man dann noch irgendwann so ein bisschen aus dem Tritt kommt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, pass auf, meine Themen sind ja zeitlos und ich versuche natürlich dann auch immer, weil ich ja manchmal Monatsangaben mache, ja, und manche Videos sind natürlich dann auch vielleicht ein bisschen älter und wenn man dann sagt, okay, wir haben heute Mai, ja, und wir haben theoretisch schon fast August, dann kann das sein, dass das vom Zeitkontext natürlich jetzt nicht unbedingt so zusammenpasst, aber ich glaube, dass die Themen ja sehr individuell sind. Also, ich bin nur am Ball, es ist überhaupt kein Thema, nur hier sind momentan sehr viele Fahrzeuge von Family and Friends, die irgendwie alle fertig werden müssen. Das Kontaktformular wird rege benutzt und auch da möchte ich natürlich dem einen oder anderen helfen und letztendlich geht dann leider das Schneiden, ja, weil ich dann denke, okay, komm, du hast es ja gedreht, du kannst es dann ja auch irgendwann schneiden und raushauen und das ist jetzt im Moment genau mein Problem. Deswegen gib mir einfach noch ein bisschen Zeit. Es sind auf jeden Fall ein paar gute Sachen dabei, nur im Moment ist irgendwie hier, ist ein bisschen durcheinander. Plus eine ganz wichtige Sache, die in erster Linie aber mich betrifft, aber vielleicht habt ihr auch Bock da drauf. Und ja, daran würde ich euch aber wirklich zu einem späteren Zeitpunkt teilhaben lassen. Da laufen so gerade so ein paar Versuche und ich muss mir auch erstmal wieder sicher sein, dass ich das wirklich so will, wie ich das vorhabe. Und dann würde ich euch darüber natürlich auch entsprechend informieren. Aber wie gesagt, im Moment ist wirklich hier die Feuerwehr und ja, dann bleibt leider Videoschnitt und das ganze Publishing, was sich hinten anschließt, noch nach hinten rüber, fällt dann hinten rüber und deswegen drehe ich natürlich fleißig für euch und werde dann mal irgendwie so ein Schnittwochenende machen, glaube ich, um ganz einfach von morgens bis abends irgendwelche Videos schneiden. Aber wie gesagt, auch wenn der Intervall jetzt im Moment ein bisschen länger wird, hat das nur Zeitdefizitgründe. Es ist nicht so, dass es hier nichts gibt, ganz im Gegenteil, oder dass es vielleicht uninteressante Autos sind, das glaube ich auch nicht, oder uninteressante Themen. Ja? Deswegen wird das Ganze jetzt wahrscheinlich so in den nächsten 14 Tagen noch etwas so bleiben, bis ich mal einen neuen Rhythmus gefunden habe. Was das alles bedeutet, das werdet ihr dann auch alles verstehen, wenn sich das Bild so zusammenfügt, aber im Moment kann ich mir nicht anders helfen und deswegen ist die Videoproduktion so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber nicht der Videodreh, weil wie gesagt, ich habe jetzt glaube ich 12 Videos sind fertig gedreht, also ihr seht, die Autos sind da, nur das ist eben so das Letzte, was noch gemacht werden muss. Deswegen danke ich euch letztendlich, dass ihr auch euch dieses Video angeschaut habt und wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, nur im Moment ist wirklich ja, vielen Dank. Angenehmen Sonntag noch oder angenehmes Wochenende. Ich weiß noch nicht, ob ich das Video jetzt am Freitagabend raushaue oder am Sonntagmorgen. Vielleicht schaffe ich auch bis dahin noch ein Video zu machen oder ein Video zu veröffentlichen. Aber es ist jetzt ein bisschen dehnbar geworden. Okay? Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.